Ja, servus. Ja, servus. Was ist denn hier los? Der andere am Flexen? Was ist los? Willkommen bei Lexi Custom, würde ich sagen. Rumflexen hier. Willkommen. Schaut mal, was sich hier verändert hat. Wir haben das Tor abgeschnitten, ey. Ja, wir haben es endlich geschafft. Wir haben das große Tor abgeschnitten. Das ist jetzt viel leichter und viel toller. Damit wir da hinten zumachen können, das große Loch. Da liegt das Tor. Wenn noch jemand ein Tor braucht, hier ist eins. Ja gut, wir werden nicht mehr so viel übrig bleiben, wenn wir das ja. Ja, erzähl doch mal, warum wir das abgeschnitten haben. Also ja, damit da hinten das Loch zu ist. Genau. Weil das Tor hier immer rausfährt, weil es so viel Luft braucht, weil es zu lang war, fährt es da hinten raus. Da ist alles offen, dann wird es da immer kalt. Jetzt zieht es immer kalt rein. Jetzt haben wir das abgeschnitten, jetzt ist aber die Halle hier offen. Das ist natürlich auch wieder blöd, sonst heizt man die Halle mit und da vorne ist auch nicht so dicht. Deswegen machen wir die jetzt hier nochmal zu. Genau. Das ist jetzt der Plan für heute, das machen wir so. Wir nehmen euch einfach ein bisschen mit, haben wir gedacht. Sollen wir eigentlich eine Wasserwaage holen oder macht man das nochmal? Nee, willst du das mal halten, dann schau ich schon mal an. Oder stellst du hin oder keine Ahnung. Was ist jetzt der Akkuschrauber? Kann ich hinstellen, ich muss den Akkuschrauber holen. Ah! Du Hure! Oh. Für die Schraube in Finger gejagt. Hier, ja? Ohne Probleme. Das ist die kleinste Schraube. Sehr gut. So, jetzt. Haben wir überhaupt eine Wasserwaage? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Ja, so nach Augenmaß ein bisschen arbeiten. Ja. Ja. Präzise wird hier gearbeitet. Präzise, zeig mal die Latte hier, komm. Die Latte müssen wir auch noch ja, zeigen. Gut, nee, das zeigen wir nicht. Aber hier ist ein Hubbel, müsst ihr wissen, gell? Guckst du an, ey. Perfekt, in Waage fast. Perfekt, ich heb sie auch gar nicht an. Er hebt sie auch nicht an. Oh, oh. Unfall. BG. Abfahrt. Super, wir sind fertig mit der Wand. Super Sache. Wir sind noch ein bisschen am Aufräumen hier. Da im Hintergrund seht ihr schon, bewegt sich die Bank. Hier ist die Wand. Schön zu bis oben hin. Super funktioniert. Das ist echt geil. Tor kriegt man jetzt auch leichter auf. Weil es nicht mehr so schwer ist. Alles super, jetzt müssen wir nur noch da hinten zumachen. Nur noch hier zu machen, da wo das Tor immer rausgefahren ist, deswegen haben wir das ja gemacht, dass es hier nicht so durchzieht, durch das Ganze hier. Und dann, was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dann sind wir da safer Wind, safer denn Durex. Sagen, ob wir das noch aufs Video draufkriegen, weil das Video wird vermutlich, wenn wir es rausbringen, früher rauskommen wie die Wand da hinten. Aber ich glaube, irgendwann in irgendeinem Video müssen wir das halt dann nochmal mit draufbringen. Genau, eben. Dann sieht man das auch. Spacko hupt da wieder hoch. Mit dem Kerl geht's auch bald weiter, wenn Teile kommen. Hey, zum Thema vom letzten Video. Was interessant ist, was ja viele nicht wissen. Es hieß ja am Anfang, ne? Ich habe da extra bestellt, weil das war der einzige Lieferant, der angegeben hat 5 bis 10 Werktage. Weil bei HK Performance, doch HK Performance ist glaube ich die Bull X Anlagen, wie sie heißen.
und HF-Series, Ladeluftkrümmer, Ladeluftkühler und bla bla bla. 5 bis 10 Werktage. Jetzt sind wir bei 14 oder 15. Und das hieß nicht vor Weihnachten, dann sind wir bei 20. Nein, dann sag ey. Es gibt eine böse Mail. Anzeige ist raus. Why the boys? Also, ich würde sagen, wir sind durch. Also einfach fertig. Wir sind durch halt einfach. Ja, sowieso. Es hat sich ja, war ja noch nie anders. Also, wir sind auf jeden Fall für heute fertig. Tor ist gut. Genau, wir haben es geschafft. Ich glaube, das Chapter können wir abschließen. Falls ihr auch selber motiviert seid, packt es jetzt an. Macht es jetzt. Einen Tag vor Weihnachten ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt. Zum Thema Zimmermann. Wir wollen ja da hinten noch eine zweite Etage bauen. Oder also wieder lange Rede, kurze Sinn, weil es ist einfach schon wieder 2 Minuten vorbei. Wir wünschen euch was. Ja, schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten und so. Guten Rutsch, falls guten Rutsch und alles Mögliche. Kommt gut rein. Ciao. In dem Fall ciao, gell. Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen und ihr wisst, wie es läuft. Damit wir nächstes Jahr richtig reinscheißen können. Hey, viel Spaß.